Guten Morgen zusammen oder vielmehr frohes Neues. Es ist Dienstag, der 5. Januar und wir haben 5.52 Uhr, wenn ich diesen Clip anfange. In diesem Clip geht es um den Nasdaq. Und was ihr vor euch seht, ist der Monatschart. Und es ist also schon überwältigend, was der Junge geleistet hat, das muss ich wirklich sagen. Irgendwann Mitte des Jahres sagte ich mal, oder nannte ich den besten Index der Welt, stehe ich auch nach wie vor zu, ist er wirklich. Das ist jetzt hier der Monatschart, eine Kerze, ein Monat. Und der Abstand, jetzt muss ich mal zurück, der Abstand zur 200-Monats-Linie ist schon gewaltig. Der ist meines Erachtens nach zu groß. Aber die Bänder sind in Ordnung. Das ist völlig fein. Er hat sich fast verdoppelt seit dem März. Ja, da war 6.750 ungefähr. Ist also, hat fast eine Verdopplung gemacht unter der Führung von so Werten wie Amazon oder Apple, Alphabet. Und die sind natürlich auch am höchsten gewichtet, einfach an Apple mit, ich glaube, es waren 1,6 Billiarden. Ja, also das ist schon richtig viel, das muss ich sagen. Sehr, sehr viel. Wie auch immer, das sieht von den Bändern in Ordnung aus. Er hangelt sich am oberen Band lang, das ist okay. Von hier habe ich keinerlei Verkaufssignal, gar nichts. Die Bänder sind in Ordnung, gleitende Durchschnitte sind in Ordnung. Die Technik gilt als hoch. Jetzt ist es natürlich gestern nur der erste Tag gewesen, ja, den wir hatten im neuen Jahr. Deswegen kann ich das hier noch nicht so ernst nehmen, dass jetzt hier das Histogramm ein bisschen abbaut, aber ich nehme es zur Kenntnis. Die Stochastik ist mit 97,4 auf einem absoluten Extremlevel, aber auch hier ohne Verkaufssignal. Schauen Sie sich mal diese Bewegung hier an, die war vom, was ist denn das? Das ist der Juni 2016, bis dann ein Verkaufssignal kam. Und das war auch noch nicht mal besonders toll, war das der Januar 2018, 1,5 Jahre. Deswegen auch hier, ich halte das Potenzial für beschränkt. Risiko ist vorhanden, aber ich habe definitiv kein Verkaufssignal, nicht auf Monatssicht. Gucken wir mal auf die Woche. Die Woche liegt hier, das ist fast das gleiche Bild. Zu diesen Fibos komme ich dann gleich nochmal. Also hier ist diese Verdopplung. Die Bänder sind deutlich enger im Wochenbereich und die erste richtig gute Unterstützung von den Bändern ist im Bereich 10.750. Wir sind, weil die Bewegung hier langsamer war insgesamt in den letzten, sagen wir mal, 8 Wochen, wir sind völlig flach im MACD. Das hat keine Aussage, nicht wirklich, ja. Aber über die traditionelle Sichtweise ist es kurz davor, auch ein Verkaufssignal zu geben. Diese Linie hier, auf die gehe ich gleich im Tag ein, ist so, also dann hier auf Wochensicht nicht richtig gezogen. Stochastik, ja, der Oszillator, auch heftigst überkauft. Der hechelt förmlich nach Pause, so muss man das sagen. Jetzt gehen wir mal auf den Tag, da ist ja gestern ein bisschen was passiert. Dann hole ich das alles mal ein bisschen näher ran. So, hier kommt jetzt erstmal die Fibos rein. Von den Fibos gibt es durchaus ein Rückschlagspotenzial, was wir haben bis 10.600. Das wäre dann das 38er. Darüber, kurz davor, bei 10.800, liegt die 200-Tage-Linie. Denken Sie eben nochmal an den Monatschart, da war die weit, weit, weit weg. Für mein Verhalten, für meine Begrifflichkeit zu weit weg. Also nochmal, ich glaube, der hechelt nach einer Pause. Die Bänder sind insgesamt enger, wir waren am oberen Band und jetzt kommt aber dieser Trend hierzu. Ich bin, meine Schüler wissen das nicht so, ein Freund von diesen vertikalen Trends, ich bevorzuge die horizontalen, aber wir liegen dran. Das heißt, wir haben hier so eine Art Dreieck, in was wir jetzt reinlaufen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tage, wo wir zwar an die 13.000 mal hingeschnüffelt haben, aber wir haben sie nicht überboten. Ich weiß nicht, für mich nach wie vor ist sowas nur eine Zahl, aber es scheint einen gewissen Magnetismus zu haben oder zumindest hatte einen gewissen Magnetismus. Jetzt passiert hier Folgendes, jetzt hole ich es näher ran. Wir bekommen das, was ich in der Woche eigentlich auch erwarte, hier über die traditionelle Sichtweise ein Verkaufssignal. Durch diese Seitwärtsphase hier ist das Histogramm ohne Aussage. Da kann ich gar nichts sagen. Der kann jetzt also hier deutlich nach unten ausschlagen, der kann aber auch relativ schnell wieder hier hochgehen. Die Stochastik liefert auf Tagessicht ein frisches, neues Verkaufssignal. Und rein vom Chart her, wie gesagt, wir haben also hier das All-Time-High, wir haben hier diesen Aufwärtstrend seit März. Hier naht eine Entscheidung. Noch sind die gleitenden Durchschnitte in Ordnung, ist nichts zu sagen, aber der Trend ist noch positiv. Ja, ich kann hier anfangen, ja, wir haben hier das Tief, das erste Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch,
ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch. Aber das wird enger. Und ich glaube, dass die Punkte 12.000, machen wir ruhig mal die 13.000, weil ziemlich genau da liegt also auch das obere Band, 13.000. Und jetzt hier unten die 12.561 sind schon sehr wichtige Punkte für die nächsten Tage. Von der Trendfolge nach Dow werden wir es wirklich negativ, also nach meiner Sichtweise hier unter 12.214. Und das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Nochmal, hier sind wir negativ, hier sind wir negativ. Ich halte hier das Potenzial ebenso wie im Monatschart oder auch im Wochenchart für, sagen wir mal, begrenzt. Das Risiko überwiegt hier bei mir momentan. Und die Punkte sind relativ klar vorgegeben. Ja, also hier mit den 13.000 oder hier unten mit den 12.550. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht, weil ich glaube, da kommt Bewegung rein. Wir haben jetzt diese Geschichte in Georgia. Damit meine ich jetzt nicht den Trump-Anruf, sondern diese Wahl. Das scheint einen sehr großen Einfluss zu haben auf die Handlungsfreiheit von Biden. Im Jahresausblick hatte ich gesagt, so dieser 20. Januar, die, wie ich es nannte, Intronisierung von Biden, hat für mich schon eine erhebliche Bedeutung. Ich kann mir bei den Corona-Zahlen durchaus vorstellen, dass der einen landesweiten Lockdown macht. Tja, und dann müssen wir mal schauen, wie die darauf reagieren, ob sie das überhaupt ernst nehmen, weil die Empfehlung, an Weihnachten vielleicht nicht so viel zu reisen, die wurde ja auch nicht ernst genommen. Die Zahlen beweisen dann, dass es nicht so toll ist. Also das sind für mich die beiden wichtigsten Punkte. Sollten wir es schaffen, über der 13.000 zu schließen und damit also bitte nicht nur 5 Punkte oder 10 Punkte, sondern schon ordentlich so 50, 60, 70 Punkte, dann hat er auch weiter Potenzial. Ich vermute das allerdings momentan nicht. Ich habe für so einen Fall diesen Schein hier mitgebracht, einen 12.114er. Der liegt hier drunter. Ja, das sind die 12.220. Und ich habe einen genommen, der tiefer liegt, 12.114. Da sind wir, da ist die Maus, hier wo die Maus ist. Der muss aber dann geschlossen werden, wenn wir die 12.175 unterbieten. Dann muss der raus, ja, dann muss er gestoppt werden. Das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Kennnummer Gustav Friedrich 7RXQ, GF7RXQ. Hat im Moment einen 22er Hebel. Beim Short habe ich überhaupt kein Problem, näher ranzugehen. Der Hebel ist höher, das ist um die 30. Wenn ich sage, dass die 13.000 schon so ein echter Knackpunkt ist, kommend durch den Chart, kommend durch das obere Band, dann bin ich durchaus bereit, eine 13.109 zu nehmen als Put. Der muss sich aber stoppen, wenn wir bei 13.050 sind. Dann muss der raus. Das ist von Goldman die GB7TYY. Gustav Bertha 7 Theodor YY. Höherer Hebel. Aber im Moment insgesamt denke ich, dass das Risiko größer ist als das Potenzial. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.